Hallo Camping- und Outdoor-Freunde und willkommen auf meinem Kanal E-Bike-Camping und Motorradtouren. Ja, ich habe mich nicht versprochen, ihr habt es vielleicht auch schon selber mitbekommen, der Kanalname hat sich ein klein wenig angepasst zu den neuen Umständen oder Gegebenheiten hier im Hintergrund. Ich bin nämlich ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und eigentlich auch ein Kajakpaddler, da hinten stehen sie ja. Allerdings, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, die Kajaks sind so gut wie gar nicht Bestandteil meiner Videos. Einfach, weil es halt ziemlich aufwendig ist, die Kajaks auch zu transportieren. Ich wollte die ja mal verleihen und das hat sich dann alles zerschlagen. Spätestens, als ich dann die Packrafts entdeckt habe, die wiederum Bestandteil meiner Paddelvideos sind. Ja? Also wenn ich unterwegs bin, auf dem Fluss oder See, dann mit dem Packraft. Und die Kajaks werde ich demnächst auch wieder verkaufen. Wer Interesse hat an Kajaks, da hinten so ein ganzes Set mit Anhänger, kann sich bei mir melden. Ja, extra meine Motorradjacke angezogen, aber nur, weil es halt passend zum Thema ist. Ich wollte in diesem Video euch mal meine Maschine vorstellen, die ich letztes Jahr schon gekauft habe. Mit Geld, welches ich über mehrere Jahre zusammengespart habe. Eigentlich wollte ich dieses Jahr eine kaufen, aber ja, es hat sich dann so ergeben. Zumal dieses Motorrad deutlich weniger gekostet hat, als ich eigentlich für ein Motorrad ausgeben wollte. Bevor ich euch diese Maschine, für die es interessiert, mal im Detail vorstelle, denn ich wurde nämlich schon gefragt, was ist das für eine Maschine, kenne ich nicht, nie gesehen, kannst du mal was dazu sagen? An all diejenigen, die das nicht so toll finden, weil sie halt, was weiß ich, Motorradfahren doof finden. Also ich kann euch beruhigen, ich bleibe der Fahrrad-Wohnwagen-Szene treu und es wird auch weiter Fahrrad-Wohnwagen-Videos geben, wie gewohnt. Natürlich auch die E-Bikes, das sind ja auch Bestandteil meiner Videos. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch den Outdoor, der ist allerdings ja nicht mir und der wird auch jetzt die Tage verkauft. Demzufolge könnt ihr euch jetzt ihn zum letzten Mal anschauen. Es gibt schon einen Käufer, der ihn dann abholt, aber es kommen ja weitere neue Wohnwagen dazu in Zukunft. Von daher, das geht auf jeden Fall weiter und auch mit dem Fahrradwohnwagen-Treffen, da geht es auf jeden Fall auch weiter. Und diesbezüglich fällt mir gerade ein, wollte ich ja in diesem Video etwas euch zeigen. Habe ich schon eine ganze Weile da, weil es gibt ja diese Tombola beim Fahrrad-Wohnwagen-Treffen, wo wir wahrscheinlich doch keine Tierschutzorganisation mehr unterstützen werden. Ich habe nämlich was Neues entdeckt. Diesmal geht es wahrscheinlich um Kinder, also einen Kinderhospiz. Ich wurde eben unterbrochen. Vorhin habe ich es noch gesagt, demnächst wird der Modi Outdoor abgeholt. Und schaut her, er ist weg. So schnell geht's. Ja, also er wollte heute kommen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er wirklich schon kommt, der Käufer. Ich habe diesen Outdoor nur vermittelt. Er war ja nicht mir, er gehörte den Frank von Mudiplast und die Firma gibt es ja nicht mehr, wisst ihr bestimmt. Ja, es gibt auch noch keinen, der die Firma übernommen hat. Von daher weiß ich auch nicht, ob es irgendwann weitergeht mit der Produktion. Mudi Outdoor war ein seltenes Stück. Da gab es auch nicht viel Verhandlungsspielraum, weil das Geld musste einfach der Frank haben. Es war ja sein Privat-Mudi. Ich durfte ihn bloß zum Erstellen der Videos verwenden. So, das aber nur am Rande. Jetzt geht es weiter. Ich war, glaube ich, stehen geblieben bei dem Hospiz Bärenherz, Kinderhospiz. Da hatte ich über eine Motorradgruppe Kontakt und werde bei einer Spendenaktion dabei sein. Also ich werde da Geld spenden, werde da mit dem Motorrad Freunden da die neuen mal eine Runde drehen und dann bringen wir das dahin. Und dieses Bärenherz, ich habe mir das schon angeschaut im Internet, ist mir äußerst sympathisch, also auch die ganzen Mitarbeiter dort. Und deswegen habe ich spontan entschieden, wäre das doch optimal für die nächste Tombola. Zum Fahrradwohnwagen-Treffen, die Spende, die wir da quasi übermitteln, also die Einnahmen der Lose werden gespendet und das geht ja ziemlich sicher diesmal an ein oder dieses Hospiz Bärenherz. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde es gut, ich finde es grundsätzlich gut, egal was man unterstützt und deswegen bin ich da auch dabei und werde es auch privat unterstützen und ihr könnt euch auch mit dran beteiligen, wenn ihr beim Fahrradwohnwagen-Treffen Deutschland seid. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung, da gibt es nämlich tolle Preise zu gewinnen und einen habe ich hier. Das werde ich euch mal kurz zeigen. Die Firma wartet schon wirklich ziemlich lange, dass ich das euch mal zeige. Also wen es interessiert, bleibt die nächsten 2-3 Minuten dran. Die anderen können ruhig vorspulen. Das hier ist eine Powerbank. Und zwar eine mit 100, wenn ich mich recht entsinne, 33 Wattstunden, also 36.000 mAh Stunden Akkukapazität. Das heißt, mit diesem Teil kann man locker ja, so 3, 4, vielleicht sogar 5 Mal ein Handy laden, je nachdem wie stark der Akku vom Handy ist. Und natürlich auch andere Sachen wie Drohne und so weiter. Warum finde ich das toll? Grundsätzlich, erstens kostet es nicht die Welt, 45 Euro. Zudem wiegt das nichts, federleicht. Ob da wirklich der Akku drin ist, der hier versprochen ist, aber ich denke schon, ist nämlich gut bewertet. Getestet habe ich es allerdings noch nicht.
Also das ist schon mal der Punkt 2. Wenn ich hier mit Motorrad unterwegs bin, kann ich jetzt keine riesen oder will ich keine riesen Powerstation mitnehmen, zumal ich die auch nicht brauche. Ich habe ja hier auch USB-Ladebuchse vorne dran, kann ich während der Fahrt alles laden. Ja, wenn ich dann irgendwo übernachte im Zelt, vielleicht mal Kameras nachladen will oder so, dann reicht das hier vollkommen aus, weil, ja, wie gesagt, platzsparend und leicht. Das Besondere könnt ihr jetzt hier schon mal sehen, das habe ich so noch nicht gesehen. Hier hinten sind schon mal die ganzen Kabel, die man so braucht, um diese Powerbank zu laden und auch Strom zu entnehmen, integriert. Zum Beispiel hier dieses USB, ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, ist aber tatsächlich USB, was man in ein Ladegerät von einem Handy oder so reinstecken kann. Mit 3 Ampere kann man das hier laden. Ja, das ist hier so Sachen der Innenbereich, aber man kann auch, wenn man sagt, ich habe doch mein Kabel an mein Ladegerät dran, kann man auch direkt hier reingehen. Und zwar mit allen möglichen Varianten. Hier USB-C, na, hier, und hier ist dieses Micro-USB, glaube ich, heißt das. Das ist nur fürs Laden und das ist fürs Laden und Entladen. Also kann man auch irgendwelche Geräte anschließen. Auch hier bei diesem USB kann man alles anschließen, was man mit USB laden kann. Und ansonsten steht das hier auch einfach beschrieben drauf. Out, also hier sind die ganzen Stecker. Es ist übrigens auch stoßfest, hoffe ich doch. Also die ganzen Stecker sind hier dabei, die man so braucht, wenn man jetzt ein Handy laden will. Micro-USB, USB-C und das ist, glaube ich, für iPhone. Kenne ich mich nicht so aus, aber diese Varianten gibt es ja und das ist hier alles dran. Man kann die Kabel sozusagen nicht verlieren und selbst wenn da mal eins kaputt geht, hat man die Möglichkeit, hier über diese normalen Stecker das Ganze ja, normal zu betreiben. So, dann hat man hier noch diese Wireless-Ladefunktion, habe ich noch nie benutzt, aber es gibt ja Handys und so, die können das auch, also hier einfach drauflegen und dann lädt das per Funk. Und es gibt hier auch irgendwo eine Antaste hier an der Seite, dann gehen hier vorne Lampen an. 2 Taschenlampen sind integriert, nicht besonders hell, habe ich schon im Dunkeln probiert, aber reicht vollkommen aus, wenn man sich orientieren möchte. Hier sieht man nichts weiter, außer diese Lampe, die anzeigt, wie der Ladezustand ist. Ansonsten gibt es hier an der Seite noch so die Befestigung für einen Karabiner. Kann man auch reinklicken und wegmachen. Das ist dafür gedacht, dass man es halt irgendwo an einen Rucksack oder so dran macht, falls man unterwegs ist, damit hier über dieses Solarpanel auch ein bisschen Strom nachgeladen wird. Aber es steht auch in der Beschreibung, damit sollte man nicht primär laden. Das ist nur so ein ganz kleines Panel. Es dient einfach dazu, um zusätzlich noch ein bisschen den Akku wieder aufzuladen. Ja? Ich habe mal ausgerechnet, weil hier wird ja mit 3 Ampere geladen. Und wenn man das mit den Amperestundenkapazität ins Verhältnis setzt, sind das 12 Stunden Ladezeit. Wenn man das mit den Wattstunden, mit 15 Watt Ladeleistung ins Verhältnis setzt, sind das 8,8 Stunden, wenn der Akku komplett leer ist. Getestet habe ich es nicht. Also irgendwas zwischen 8,8 und 12 Stunden Ladezeit, wenn das Teil komplett leer ist. Wobei es nicht komplett leer sein wird, weil der Akku darf ja nicht tiefenentladen werden. Aber das ist dann schon so geregelt, dass das nicht passieren kann. Ansonsten fest es sich ziemlich billig an, also es ist nicht irgendwas Hochwertiges. Wie sich das verhält, wenn man das in die Sonne legt, weiß ich auch nicht. Es gab ja na, die ein oder andere Kritik, aber das ist nur die Theorie, dass das nicht so gut für den Akku ist, wenn man das so direkt in die Sonne legt zum Nachladen. Ja, weiß ich nicht, müsste man halt testen. Ich habe sowas auch schon früher besessen und es hat funktioniert. Ist nicht kaputt gegangen, hat auch geladen. Man darf halt keine Wunder erwarten hier mit diesem kleinen Solarpanel. Ja, mehr gibt es hier gar nicht dazu zu sagen, bis auf, dass ich 2 von denen habe. Eins davon gibt es dann als Preis bei der Tombola zu gewinnen. Ja, und wer es nicht erwarten kann, in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Könnt ihr selber draufklicken, wenn ihr sowas braucht und toll findet hier mit den Kabeln. Ich finde das toll. Kann man sich das natürlich mal kaufen. Ansonsten geht es jetzt weiter hier mit dieser Maschine. Der Hersteller sollte für die meisten noch unbekannt sein. Allerdings in China ist das eine sehr bekannte Marke, QJ-Motor. Denn QJ-Motor baut auch die Benelli-Motorräder, die wiederum in Italien sehr stark vertreten sind. Auch in Deutschland gibt es da einige, die sehen dieser SRT 700 X Pro ziemlich ähnlich. Wobei mir hier die Ausführung SRT besser gefällt, persönlich. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, auch weil dieses Motorrad noch mal günstiger ist. Denn es ist sozusagen die Eigenmarke von QJ-Motor. Wer sich gar nicht mit so Reise-Enduros auskennt, ja, die gehen meistens so ab 10.000 Euro los, wenn man so eine 700 Kubik-Klasse hat. Aber ja, man kann auch schnell Richtung 15.000 oder 20.000 gehen, wobei man dann meistens auch so 900 Kubik, 1.000 Kubik hat und dann auch noch mehr PS. Hier sind 73 PS angegeben. Ich persönlich muss sagen, reicht. Ich hatte früher mal
100 PS mit 1200 Kubik, das war eine Suzuki Bandit und war schon ordentlich, aber hier, das ist gar nicht so viel schlechter. Also ich persönlich muss sagen, reicht mir vollkommen aus. Bin ja älter geworden, ruhiger geworden. Damit kann man locker 140 auf der Autobahn, Reisegeschwindigkeit konstant fahren, egal ob berghoch, bergrunter, sowieso. Und man kann auch ordentlich beschleunigen, mal ein Auto zügig überholen. Und das war mir persönlich wichtig. Ich bin kein Motorradprofi, was so die technischen Details angeht. Ich kenne mich nur bedingt damit aus, aber ich weiß zumindest das ein oder andere. Hier zum Beispiel bei der SRT X Pro Variante sind Brembo Doppelscheibenbremsen verbaut. Und die bremsen natürlich richtig gut. Brembo ist eine Markenfirma. Also man hat hier nicht irgendwie gespart an irgendwelchen Komponenten, sondern man hat hier tatsächlich gute Sachen verbaut. Auch insgesamt die Verarbeitung, ja, trotz China, steht irgendwo hier, made in China. Das muss ich nicht verstecken, das ist alles wertig gebaut. Kann man wahrscheinlich nicht vergleichen mit einer Honda, wie heißt sie? Afrika Twin. Das ist nämlich so mein Traum. Aber die kostet dann auch 20.000 und dieses Motorrad hier kostet nur 8.000. Und bei der 20.000 Euro Honda Africa Twin ist noch kein Kofferset dabei. Ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich auch kein Hauptständer. Keine Sturzbügel, bin ich mir nicht sicher. Aber in der Regel sind bei den Motorrädern, die so 10.000, 12.000 kosten, wie zum Beispiel Suzuki, V-Strom war auch so ein Favorit für mich, die 800 DE. Da waren die ganzen Sachen noch gar nicht dran. Ja? Da hätte ich für ein Kofferset 2.000 Euro bezahlt. Hier war es einfach mal dabei, also nahezu voll ausgestattet. Das Einzige, was hier fehlt, ist Tempomat. Kurven-ABS hat es, glaube ich, auch nicht, obwohl es teilweise angegeben wurde. Aber wisst ihr was, ich habe das früher alles nicht gehabt. Früher gab es das alles nicht. Ja? Quickshifter hat es auch nicht, wer nicht weiß, was das ist. Also wenn man die Gänge dann einfach schalten kann, ohne dass man die Kupplung zieht. Geht zwar auch, aber macht nicht so viel Sinn. Ich habe kein Problem damit, die Kupplung zu ziehen. Da ich es nicht kenne, habe ich es bis jetzt auch nicht vermisst. Ja, hier die Sturzbügel. Gibt es auch Packtaschen, die ich noch hier dran machen werde irgendwann. Hier unten der Motorschutz, das gefällt mir persönlich nicht. Das ist einfach nur zu klein. Ich finde, das sollte hier als Buchspoiler hier rumgehen. Da werde ich mal schauen, ob ich von Benelli ein Zubehörteil noch bekomme. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich an dem Motorrad noch verändern wollen würde. Ich habe mir jetzt noch Packtaschen bestellt. Eine, die hier hinten auf den Sozius-Sitz kommt. Und einen Tankrucksack, der hier vorne drauf kommt. Ansonsten Navigationsgerät. Extern habe ich mir auch bestellt, ist schon da. Das Schöne ist, das kann man jetzt hier direkt hier vorne an diesem Bügel befestigen. Die Scheibe ist fest montiert, kann man nicht verstellen in der Höhe, aber ich finde sie relativ gut eingestellt, also optimal würde ich sagen. Also groß genug für mich mit 1,82 Meter als Windschutz. Und eins kann ich auch sagen, das Motorrad ist nicht das leichteste, aber es ist ja auch viel verbaut. Wie gesagt, Hauptständer und so alles dabei. 42 Kilo, glaube ich, wird es angegeben. Aber wenn man fährt, merkt man da keinen Unterschied zu einer 220 Kilogramm Maschine. Sie ist ein bisschen hoch. Also ich mit meinen 1,82 Meter und relativ langen Beinen komme nicht komplett mit den Schuhsohlen runter, sondern ich stehe halt vorne so auf den Zehen halt so ein bisschen. Ja. Aber man könnte sich vielleicht einen Sitz anpassen lassen, einen anderen Sitz drauf machen, aber für mich ist es okay. Also ich komme damit sehr zurecht, aber kleiner sollte man halt nicht sein. So 1,80 Meter ist vielleicht grenzwertig. Was gibt es noch zu sagen? Ja, die Sitzbank finde ich sehr bequem. Also überhaupt nichts zu meckern hier, Sozius auch. Haltegriffe sind hier hinten dran. Ich will ja auch mal meine Töchter mitnehmen. Meine Freundin muss ich noch überreden, weil die traut sich nicht so richtig. Dann sind hier serienmäßig auch diese Aluminium. Das hier zumindest ist Aluminium. Wie nennt sich das? Handschalen dabei. Damit man halt nicht so die Insekten vor die Finger kriegt, wobei ich ja eh Handschuhe anhabe. Da hatte ich allerdings hier ein Problem. Das war, hat ein bisschen geklemmt hier, geschliffen und dann hat sich das Gas nicht richtig drehen lassen oder ging nicht eigenständig zurück. Da habe ich jetzt hier noch eine Unterlegscheibe drunter gemacht, dass der Spalt hier größer wird und seitdem geht das. Ja, keine Ahnung, ob das immer so ist oder ob das nur bei mir so war. Was man auch sehen kann hier, es gibt auf der Seite einen Knopf für die Sitzheizung, auf der anderen Seite für die Griffheizung. Auch serienmäßig bei den 8.000 Euro dabei. Und die Armaturen sind noch beleuchtet und zwar blau. Sieht gut aus. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Also wirklich Wahnsinn. Wie geht das? Wie können die Chinesen für 8.000 Euro Endkundenpreis, da verdient ja noch der Händler hier in Deutschland die Frachtkostenfuhr, alles dabei, können die so ein Motorrad bauen, ja? Also krass. So, wir machen jetzt mal hier das hier an. Hört ihr das? Systemcheck. TFT-Display. Ja, habt ihr gesehen? 300 km/h kann ich fahren. Nee, natürlich nicht. Ja, so sieht das hier aus, das Cockpit. Hier ist das USB-Fach.
alles schön geschützt hinter der Scheibe. Ja, ansonsten Bedienfeld. Ja, kann man am Cockpit rumstellen, hier irgendwas einstellen. Lichthube, ja, da Licht. Und ansonsten hier Hupe, laut genug. Startknopf, Blinker, Warnblinker sind auch dran, hier oben. Im letzten Video, was ich ja wieder gelöscht hatte, weil ich halt ein bisschen zu schnell gefahren bin und ich dachte, nee, ich will vorbildlich sein, war einer, der hatte geschrieben, warum denn kein Elektromotorrad? Deswegen. Ach nee, wartet, falscher Knopf. Geil. Also ich glaube nicht, dass es da draußen wirklich ernsthaft Biker-Fans gibt, die an einem Elektromotorrad interessiert sind. Weil da hörst du ja nichts mehr. Das ist, gehört irgendwie zum Motorradfahren dazu. Hier muss ich allerdings sagen, ich bin keiner von denen, die so extrem auf laut stehen. Da gibt es ja Tuning-Auspuffanlagen nicht erlaubt. Gibt es aber ganz viele da draußen, die damit rumfahren, hört man sofort. Und hatte ich früher auch in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, bis mich der TÜV getrennt hat von meinem Motorrad. Ja, das mache ich ja nicht mehr. Also der Motorrad... Auspuff hier, der originale, ist zulässig und nicht so sehr laut. Also ich finde es aber wirklich angenehm, stört nicht, auch für Außenstehende nicht, ist nicht lauter als vom Auto. Klingt halt nur ein bisschen anders, also irgendwie geil. Mir gefällt das. Was gibt es noch zu erwähnen? Also bestimmt ganz viele Sachen. Es gibt ja auch schon Testvideos zu diesem Motorrad. Könnt ihr euch auch mal angucken. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass hier noch ein Software-Update kommen soll, denn die Elektronik, die hier aufgespielt ist, diese Software, die passt nicht ganz zu dem Motorrad. Man hat nämlich irgendeine Elektronik genommen von einem anderen Motorrad und hat das dann hier einfach drauf gespielt. Und das ist nicht ganz abgestimmt. Wurde mir gesagt. Ich weiß es nicht. Also ich kenne das nicht anders. Ich habe das so gekauft. Ich bin es gefahren, fand es toll. Und dann habe ich gesagt, ja, will ich haben. Unbedingt. Aber ich habe halt auch selber mitgekriegt, nachdem ich es wusste. Also nachdem ich das gehört habe mit diesem Update. Bei 50 km/h oder langsamer in der Ortschaft, so mit dem dritten oder vierten Gang, wenn man da fährt, das ist nicht ganz ruhig. Also das ist so ein bisschen ruckelig. Das sollte man wissen, falls jemand an dem Motorrad interessiert ist. Auf jeden Fall vorher Probe fahren, um selber beurteilen zu können, ob das so okay ist oder wie auch immer. 3 Jahre Garantie. Das waren so die letzten Zweifel, die ich hatte. China-Motorrad, ja. Ist das jetzt gut, nicht gut, aber 3 Jahre Garantie ist nicht schlecht. Machen andere nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ja, probiere ich aus. Vielleicht kaufe ich hoch in 3 Jahren dann doch die Afrika Twin, aber das ist eine Geldfrage, ja. Ich hätte sie natürlich gerne, aber ich bin mit denen mehr als zufrieden und glücklich. Was habe ich jetzt mit dem Motorrad vor, abschließend? Primär möchte ich nicht die Motorradfahrszenen filmen, weil das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Ich werde natürlich hier ein paar Kameras dran montieren und wenige Aufnahmen machen, ganz wenige Vorbeifahrszenen, einfach so, um das Video ein bisschen abzurunden. Aber grundsätzlich habe ich vor, mit dem Motorrad irgendwo hinzufahren, wo ich mit dem Fahrrad nicht so schnell hinkomme. Auch den ein oder anderen besuchen, also wie zum Beispiel Oliver Sedney, den Sascha von Schwarzwald Cruiser, verschiedene, Jörg Skofernek wollte ich mal besuchen, auch hier Norbert wollte ich mal besuchen. Nach Dresden habe ich jetzt mit jemandem Kontakt, der hat was Cooles gebaut, das wollte ich euch zeigen. Und solche Strecken fahre ich dann mit dem Motorrad. Ja, weil erstens macht es für mich Spaß, zweitens kann ich hier mit diesem Kofferset und noch mit meiner Gepäckrolle Camping-Sachen mitnehmen. Und mein Ziel ist es dann halt immer irgendwo dann mit einem Zelt zu übernachten oder Hängematte oder so. Ja, und vielleicht habe ich auch irgendwann mal die Zeit, ja, muss ich mit meiner Freundin klären, eine etwas weitere Strecke zu fahren. Ich liebäugle mit Norwegen, Schweden, überall so. Ne? Auch im Süden gibt es super tolle Länder, Gegenden, die ich gerne mal erkunden möchte. Und dafür ist ein Motorrad ideal geeignet. Mein Kanal wird aus meiner Sicht noch abwechslungsreicher aufgrund des Motorrads, weil viel mehr Möglichkeiten da sind. Also wenn du dich dafür begeistern kannst, also nicht unbedingt für Motorrad, sondern grundsätzlich für die ganzen Aktivitäten, die ich da jetzt so machen werde, ob mit Motorrad oder E-Bike, spielt ja keine Rolle, oder Ape, ja, kannst du gerne weiter meine Videos verfolgen. Ansonsten, ja, ich werde mich halt grundsätzlich immer mit den Dingen beschäftigen auf meinem Kanal, die mir halt Spaß machen. Und wenn es jemandem gar nicht gefällt, ja, dann auch nicht weiter schlimm. Wenn der Wind heute nicht so eisig wäre, wow, würde ich wahrscheinlich noch ein paar Fahrszenen machen, abschließend. Aber nee, lassen wir mal sein. Ist eh schon zu lang geworden, das Video. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.